Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West hier auf meinem YouTube-Kanal. In der letzten Folge haben wir es endlich getan. Wir sind in die Basis der Far Zenith eingedrungen oder beziehungsweise sind noch dabei in die Basis einzudringen. Alles voller Phantome, man kennt es halt. Wir sind mit Erend unterwegs, müssen zum Startturm. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, ehrlich gesagt. Ja, moin. So. Oh, Hallöchen. Schon müde? Ja. Oh, hier ist eine Metallblume. Ja, weg mit dem Unkraut. Oh, ups, falsche Taste, mein Fehler. So. Räumen wir hier auf. Wir sind durch. Lasse ich das hier. Lebe lang, töte deine Feinde. Den übernehmen wir, Aloy. Geh weiter. Okay. Euer Wort in Gottes Gehörgang. Über den Sturmvogelkadaver kommen wir darüber. Ich hasse Sturmvögel. Aha. Dieser hier ganz praktisch. Ne, finde ich auch. Weißt du noch damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Ha, das also, war noch Zeit. Der ganzen Welt wie jetzt. Ja, schöne Zeiten. Ah, natürlich noch ein Phantom. Ein, zwei, drei Phantome. Wo ist er da? Voll mit Glibber. Sind das auch Glibberdinger? Spitzenbrüllrücken. So. Scheint so. Na gut. So, hier einmal Säure. Vorsichtig mit dem Zeug. Auf die Schwachstelle. So, komm ran hier. Oh shit, da kam ja noch ein Kollege dazu, wa? Autschen. So. Oh shit. Autsch. So, komm mal her, ja. Kleines Mistvieh. Nö, nee, bleib hier! Autschen. Ich hänge! Moment, Säure, da. Nicht angreifen. Ich glaube, das waren alle. Also weiter. Sir, Mann. Junge. Was hast du? Nur ein paar Teile. So, Moment. Wo müssen wir den... Oh, halt, hier ist noch was. Rohstoffspeicher nehmen wir mit. Sind wir da gerade? Hier weiter. Her, gut. Den Fels hoch. Ah, komm, dann machen wir mal kurz den Vorrat wieder voll. Ach, da ist er, Erend. Und hier war das ist nur eine Versenkerkanone und ein Scheibenwerfer. Na. Oh. Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Ich versuche nicht zu jammern. Klettern. Klettern ist so ein. So ein Nachteil in Horizon Forbidden West. So schnell wir können. Alles okay? Geht schon. So, hier war doch eben irgendwo ein Phantom. Sieht aus, als hätten die anderen alles im Griff.
Na, guck. Oh, noch ein Phantom. Zu viele. Wir werden einen Schlag brauchen. Das steht fest. Wie das Ding sich auflöst. Au. Was ist denn das? Die Attacke kann die noch nicht. Dann mal los. Du schießt wie ein Utaro, Aloy. What? So, mach den nochmal fertig da. Hä? Als ob ich verfehlt habe. Am Arsch die Räuber. So. Mann. Halt, Moment. Komm schon, den Felsen hoch. Die Delle geht nicht wieder raus. Hui, jawohl. Komm hoch, hey, da, Aloy. Alva und ich sind in Position. Dann los. Jag den Regulator hoch. Moment, ich muss die Ladungen anzünden. Aha. Oh. Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Ach, Aloy. Ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta, komm, komm, komm schon. Was ist das? Unsere Armee. Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit. Sehr clever. Beta hat Hephaestus in die Druckermatrix der Basis injiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Komm schon, gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Dein Manöver, so gut wie es war, bedeutet, dass Hephaestus ausbrechen konnte. Er wird zweifellos ins Brutstätten-Netzwerk fliehen. Wir haben ihn einmal gekriegt, das schaffen wir wieder. Oder wir finden einen Weg, seine Funktionalität zu replizieren. Mit der Apollo-Datenbank. Mhm. Das wird ihm bestimmt gefallen. Also Silence jetzt. So. Aloy, falls wir es nicht schaffen, bereue ich nur eine Sache. Und das wäre? Dass wir so viel geklettert sind. Ne. Okay. Zur Kenntnis genommen. Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Aha. Also schon wieder so ein... Hui! Nicht alle Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Nein, denn das wäre schon einfach gewesen. Richtig. Eins, zwei. So und der Kahlkopf kämpfen da oben gegen noch ein Phantom. Ich glaube, sie schaffen das. Phantome. Hm? Hatte Aloy gerade eine andere Stimme oder kam mir das nur so vor? Sie irgendwie, vielleicht lag es auch an Kopfhörern oder was, aber hat sich, die Stimme hat sich komisch angehört von Aloy gerade. Jetzt komm ran hier. Hey, das ist hier. Es ist kein Bier. Okay. So, oh. Ach, der Qualm brennt in den Augen. Aha. Au! So. Ich
Oh, Hallöchen. Sind Sie hier? Au. Nee, bleib doch hier. Jawohl, Eret, schön mit einem großen Hammer. Na, guck. Okay, wo ist Phantom Nummer 2? Da. Ja, also so, ich sag mal so, Keule, wenn du nicht willst. Großer Sprung. Ihr seid gleich schrottreif. Dann gehe ich einfach hier lang. Nach rechts, glaube ich. Aha. Glaubst du? Und jetzt nach links. Alter. Durch den Hangar da vorne gelangt ihr zum Startturm. Ich komme jetzt zu euch rüber. Der Hangar ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe den Eingang. Schnell, Aloy! Noch eine. Ach, als ob. Bleibst du wohl da? Autschen. Ah, ja, genau reingesprungen. Verdammt. Mann, jetzt geh. Aloy, jetzt beweg dich doch mal. Gute Arbeit, Leute. Also los. Mann. Okay, jetzt hier um die Kurve. Was erwartet mich da? Noch so ein Vieh? Nicht? Moment. Hä? Sag mal, das Silence denn hier. Der ist mir aber. Ah, so, hallo. Wow. Schau dir mal das ganze Sinus-Zeug an. Okay. Amazonenflügel. Und hoch hier. Oha. Hier wird sicher bald alles zusammenbrechen. Ein Grund mehr, sich zu beeilen. Sagt der Kerl, der nichts zu tragen hat. Hm. Okay, also beeindruckend aussehen tut's ja schon, ne? Kein Zweifel. Tja, wenn das passiert. Hilft uns hoffentlich das Ding auf meinem Rücken. Aloy, es war heftig. Aber Kotalo brachte mich zu einem Netzwerkknoten. Ich versuche reinzukommen. Versuch's weiter. Wir sind fast am Turm. Mhm. Zwischendurch noch ein paar Kisten plündern. Hier ist auch noch eine. So. Muss ich da lang? Ja, ne? Scheint so. Jetzt wissen wir, wer hier so viel Stress macht. Till das Schusshündchen. Silence! Da kommen Zeniths. Könnten wir ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Das ist sinnlos. Du kannst uns nicht verletzen. Versteht doch. Ihr seid Würmer, die sich durch Mauerritzen unserer Keller gezwängt haben. Silence? Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilda aufgebt. Man kann wohl sagen, dass sie ihren Platz in unserer Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. Ah, so. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute.
Feuer frei! Sollen wir etwa Angst haben? Lassen. Es dauert nicht lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Dann kann er Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei. Bereit? Okay. Ich muss hoch auf den Turm. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung fürs Räuspern etc. Aber hier, ich habe immer noch Corona in den Knochen. Stirb, Maschinenabschaum. Entschuldigung. Uns geht's gut. Sofern Alva sich beeilt. Ich bin schon fast im Netzwerk. Gib einfach dein Bestes. Okay, ein Aufzug. Vielversprechend. Okay. Wir haben noch eine Rechnung offen, Kleiner. Glaub mir, du wirst dir einen wünschen. Oh ja. Oh, Hallöchen. Moment. Oh Gott, was ist das jetzt? Oh, Moment, einmal kurz gescannt hier. Feuer, Geduld. Was ist das? Das hast du gespürt, oder? Ey! Oh shit! Zeit zu sterben! Oh, was ist das denn? Ich mach dich fertig! Jetzt hör doch mal auf! Ey! Ohne dein Schild läuft's nicht, was? Nein! Nimm das! Oh, Moment, ich brauche Pfeile. Ich wollte schon so lange einen echten Kampf. Ah, kannst du kriegen. Hey, Leute, bist du da? Ich komme dir helfen. Ich muss noch einen Weg reinfinden. Passiert dir was mit dem Zeug? Oh, shit. So, komm, ein Treffer noch. Fast vergessen, wie sich Schmerzen anfühlen. Ha ha ha.
Jetzt geht der Spaß los, oder? Geht's dir gut? Es geht gleich wieder. Los. Rexa. Ich gehe zu den anderen und sehe nach, wie es läuft. Okay, da, ich musste gerade mal kurz überlegen, wen sie mit Schwester meinte, aber ja, doch. Eigentlich ist es klar. Ist. Oh. Hä? Moment, jetzt wieder hoch? Ach so, ganz hoch. Ja, ganz hoch. Die Maschinen und Phantome haben sich fast gegenseitig ausgelöscht. Was war das? Aloy, Gerard hat die Selbstzerstörung-Ausfallsicherung der Druckermatrix aktiviert. Er kontrolliert jetzt einige Systeme. Auch den Aufzug? Ich fürchte ja. Er hat den Zugang nach oben gesperrt. Du wirst ab da klettern müssen. Ich muss weg. Ich hab ihn fast. Als ob man... All die Technik hier drin und was muss ich machen? Klettern. Mann. Mann. So, das können wir irgendwie zu uns herziehen oder runterziehen. Jo. Uhuhuhu. And, sind alle in Ordnung da unten? Ah! Ha! Wir erledigen die letzten Mensch. Phantome. Alter. Was ist mit den Zenits? Tot, glaube ich. So sagt, du hast Eric erledigt. Gut gemacht. Ja. Danke. Dann sind wohl nur Tilda und Gerard übrig. Aloy, bist du da? Pass auf, ich war im Netzwerk, aber schon nach einer Minute wurde ich rausgeworfen. Ich habe Flugpläne und Flugrouten gefunden. Als ob die Zenits planten, die Erde zu verlassen. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß. Doch da ist noch mehr. In den Dateien waren lauter Hinweise auf etwas namens Nemesis. Was immer das ist, die Zenits haben Angst. Alva? Alva! Was ist hier los? Ich kann mir da weiterhelfen. Moment, hier war doch gerade irgendwo ein... Okay, wovor haben die Angst? Wieso wollen die die Erde verlassen? Hier ist doch schon wieder... Irgendeine Abgriff. Scheiße, geht doch hier schon wieder ab. Moment, da. So, Moment, hier links. Ach, da kann ich hoch, okay. Und komm, hoch da, Aloy. Ah, die Kiste nehmen wir mit. Das ist schon... Ich bin fast da. Also grafisch ist das Spiel halt echt Bombe. Aber es hat halt leider, habe ich glaube schon ein paar Mal gesagt, das Problem, was alle großen Open-World-Spiele haben. Ob es jetzt ein Horizon Forbidden West ist, ein Assassin's Creed Valhalla, hast du nicht gesehen. Ne? Es sind Singleplayer-Spiele, sind gute Singleplayer-Spiele, aber die möchten, das sind so diese Möchtegern-MMOs, wo du keine Ahnung, wie viel Zeit reinstecken könntest oder sollst und, hallo, wieso hält Aloy sich jetzt hier nicht fest? Sag mal, hier, da, so. Achso, Moment. Moment, schwupp. Hier war... Oder Moment, war hier eine Kiste? Ah ja. Also ein Tresor. Und wie gesagt, habe ich in der letzten, vorletzten Folge, weiß ich jetzt gar nicht, gesagt, das ist auch ein Grund, warum ich den Schwierigkeitsgrad hier runtergestellt habe. Schluss. Es hat einfach... Es frisst einfach so viel Zeit. Sorry, nee. Geht nicht.
Geht es dir gut? Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast, aber hilf mir, auf das Zenith-Netzwerk zuzugreifen. Ich muss ihre Dateien sehen, alles im Zusammenhang mit Nemesis. Okay. Da drüben. Die Systeme der Basis funktionieren nicht mehr. Also sollte ich das nutzen können. Ja, Nemesis. Hier. Da ist etwas im Weltall. Es verfolgt die Zenith-Aktivitäten auf der Erde. Schau. Fluchtvektoren. Alva wollte mich davor warnen. Die Zeniths wollten nicht hierbleiben. Es ist eine Art Maschine. Oder ein Maschinenschwarm. Die Energiemessungen sind astronomisch. Hey Leute, die Zenith-Kolonie auf Sirius wurde nicht von einer Naturkatastrophe zerstört. Das Ding hier war's. Die Erde ist nicht ihr neues Heim. Sie ist ein Zwischenstopp. Sie sind unter Flucht. Wie ich sehe, warst du fleißig. Und du hast gelogen. Nemesis, was ist das? Das sind wir. Die Gedanken von Far Zenith. Oder fehlgeschlagene Kopien davon. Immerhin, auf Sirius waren einige mit der körperlichen Unsterblichkeit nicht zufrieden. Ihr Ziel war digitale Transzendenz. Ein Weg, ihre Gedanken in organischer oder mechanischer Form hochzuladen. Nemesis ist ein fehlgeschlagenes Experiment, das verworfen wurde, aber nie gelöscht. Eine riesige Datenbank voller Erinnerungen, Emotionen und Vorurteilen, die vor sich hinschwelte. Und die hat eure Kolonie zerstört? Wir wussten nicht, dass sie ein Bewusstsein hatte, bis sie sich freikämpfte. Sie wusste alles Nötige aus unseren Erinnerungen. Sicherheitsprotokolle, Systemspezifikation, Überbrückungscodes. Es war schon alles gehackt, bevor wir wussten, wie uns geschah. Dann übernahm sie unsere Druckfabriken, wodurch sie jede Maschinenform annehmen und uns auslöschen konnte. Aber wieso? Stell dir vor, du bist jahrzehntelang allein gefangen und deine Gesellschaft sind nur die verqueren Echos von Größenwahnsinnigen. Sie hasst uns, weil wir sie in dieses Gefängnis gesteckt haben. Und jetzt ist sie frei und tut alles, um uns zu zerstören. Deswegen ist die Erde nicht unsere Heimat. Das Ausrottungssignal, das Hades erweckt hat, habt nicht ihr gesendet, sondern Nemesis. Endlich verstehst du es. Und als das fehlschlug, ist sie von Sirius ausgestattet, um es zu Ende zu bringen. Deshalb müssen wir auf irgendeinen Planeten fliehen, der irgendeinen Stern umkreist, sodass sie uns nicht finden kann. Mit Gaia. Damit ihr euch eine neue Welt aufbauen könnt. Das ist der Plan. Selbst jetzt. Die Erde ist erledigt, Aloy. Nemesis wird alles Leben hier vernichten, damit ihre Schöpfer keine Heimat finden. Aber Elizabeths Traum wird nicht sterben. Du kommst mit mir zu den Sternen. Und mit Gaia werden wir eine neue Welt erschaffen, wo uns diese Monstrosität nie finden wird. Was? Nein. Ich habe Elizabeth geliebt. Mehr als du es dir vorstellen kannst. Ich habe sie zurückgelassen und sie ist mit dem Rest der Menschheit gestorben. Ein Fehler, den ich seit 1000 Jahren bereue. Jetzt steht sie wieder vor mir. Nicht nur eine billige Kopie, sondern das Abbild ihres Selbst. Ich bitte dich nicht. Du kommst mit mir.
Das mag dir hart erscheinen, aber in ein paar Jahrhunderten wirst du mir vergeben. Du kannst mich nicht zwingen, Tilda. Dein Schild ist zerstört. Ich habe etwas Besseres. Phantom Prime, zu mir. In Deckung! Ab von hier! Gib dich, Aloy. Du kriegst nicht gewinnen. Das kommt mir bekannt vor. Was zum Kot? Ich muss durch die Rüstung, bevor ich Schaden zufügen kann. Was zur Nemesis und Hölle? What? Sind wir so Transformers? Alter. Dieses Phantom kann noch ganz anderen Dingen standhalten. Oh, fuck it. Ja, danke auch. Komm, Aloy, steh auf. So, was ist das, Tilda? Ui! Oh, oh, doch, getroffen. Oh, hier, nimm den. Nice. So. Ich kann auf den Goldpanzer zielen. Moment, halt. Was ist das? Die Rüstung ist ab. Stärke und Steine gegen den Blitz. Ha, diese Goldplatten sind angreifbar. Hallo? Moment. Aua. Was war das? Aua! Frage dich, warum du dich zurückhältst. Jetzt ist aber Schluss. Nee, da vorne ist die Kapsel. Okay. Ich dachte gerade, ich habe gerade schon gedacht, Moment, was ist hier? Wollte sie dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen und hier und jetzt dabei sein. Hättest du das nicht sagen können? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest. Dass du versuchen würdest, die Tenakt zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen und mit der Odyssey und der Apollo-Datenbank ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen, eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda lade ich dich höflich ein. Du willst einfach abhauen und alles zurücklassen? Bleib. Hilf mir, das Ding zu bekämpfen.
Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elizabeth. Diese Entscheidung hat sie getroffen. Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Hier ist sie. Ist sie verletzt? Sie steht noch. Den Zehen sei Dank. Leb wohl, Silence. Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Wo geht er hin? So weit weg, wie nur möglich. Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Braucht noch wer einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Hoffe, es ist wirklich das Ende. Es gibt noch einen Kampf vor uns, Elizabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen, sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Ich für meinen Teil, ich habe schon Angst. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein.
Okay, das scheint jetzt wirklich gewesen zu sein. Wollen wir mal kurz gucken, kann ich lenken? Ja, nee, kann ich nicht, alles klar. Ne? Das sind jetzt quasi die Credits, die lasse ich auf jeden Fall nochmal durchlaufen. Ja, alles in allem hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Horizon Forbidden West. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich habe den ersten Teil schon geliebt, inklusive dem DLC, wie hieß er, Frozen Wilds. Und na gut, jetzt mit Nemesis und den Quen, da hat Guerilla Games natürlich noch genug Stoff für entweder einen dritten Teil oder den einen oder anderen DLC oder was auch immer da kommen wird. Also wie gesagt, ich hoffe, es wird einen dritten Teil geben oder ich hoffe, es wird irgendwie weitergehen, ob ein dritter Teil oder DLC, ne, drauf gepfiffen. Ich gehe auch stark davon aus, dass es weitergehen wird, weil mittlerweile ist die Marke, ne, so groß, ich glaube nicht, dass die jetzt auf gut Deutsch sterben lassen. Na, wie gesagt, was ich mir halt nur wünschen würde, nicht nur für Horizon, sondern generell für alle Spiele, dass dieses ewige, noch größere Welt, noch mehr zu tun und so weiter, dass das in den Singleplayer-Spielen endlich mal wieder aufhört. Sorry Leute, lasst das den MMOs oder, ne, den großen Online-Spielen, aber nicht den Offline-Singleplayer-Spielen. Na, also das nächste, wo ich echt drauf hoffe, dass es richtig gut wird, einmal God of War Ragnarök. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das gibt's auch auf jeden Fall bei mir auf dem Kanal. Assassin's Creed Mirage soll ja anders werden. Hoffe ich stark, dass es das auch wird. Ja, sprich, nicht so eine riesige Open World, sondern ja, das, was ich bis jetzt gelesen hatte oder gehört hatte, ich glaube, es spielt nur in einer Stadt. Ja, es war eine große Stadt, aber hey. Und dann hoffe ich mal, dass das halt nicht so ein 60-80-Stunden-Monster wird von Spiel. Ansonsten habe ich ja auch jetzt vor kurzem erst gebracht, die drei Tomb Raider-Titel waren super Spiele, ne, haben mir tierisch Bock gemacht und jeder Titel hat, wie lange habe ich pro Titel gebraucht? 14 Stunden? Pi mal Daumen, schätze ich mal, ne, wenn überhaupt, war super, geil, ne, es müssen halt nicht immer solche großen Sachen sein, auch wenn es natürlich geil ist, ne, also grafisch müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ist top. Die Welt ist auch top, aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, wieder ein bisschen kleinere Welten. In diesem Sinne, ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Die Credits lassen wir auf jeden Fall noch durchlaufen. Ansonsten, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert danach die Glocke. Videos gibt es von Montag bis Freitag, jeweils um 14, 16 und um 18 Uhr. Und ja, als eins der nächsten Projekte, überlege ich gerade, ist auf jeden Fall Ratchet & Clank Rift Apart für die PS5. Spider-Man Miles Morales steht noch an. Ja, und ansonsten gucken wir mal. Ich hoffe ja immer noch, dass ich ein paar Leute finde für Multiplayer-Titel wie Dead by Daylight, Mario Kart, Hunt Showdown, ne, dass ich sowas auf meinem Kanal bringen kann, weil das ist eigentlich das, was ich wirklich auf meinem Kanal bringen möchte, so Multiplayer-Partien, so ein kurze. Ja, schön zusammengeschnitten mit mehreren Sichten idealerweise, aber gut, gucken wir mal, ob das was wird. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.